So, View Soldiers. Machen wir aus dir. So. Save to Character Pool, Promote. Mal sehen, was wird sie denn? Wieder. Wieder ein Specialist. Alles klar. So. Hier haben wir noch einen Rookie, den wir promoten können. Customize. Passt ja mit den Prothesen. Ja, genau. Ich sage, das ist ein bisschen schief gelaufen beim Zusammenfliegen wieder. So. Habe ich jetzt noch irgendjemanden vergessen? Ach, hier, Promote Soldier. Was wirst du denn diesmal? Oh, diesmal. Diesmal wirst du wohl ein Frontkämpfer, Xeli. Eventuell könnte das schwierig werden mit dem Überleben. So blöd, dich wollte ich noch promoten. Der ist auch ein Sniper geworden. Sniper haben natürlich die Eigenschaft, dass sie ewig überleben, normalerweise, weil du ewig spät angegriffen würdest. Badumts. Genau. Du bist halt ein Schrotflinten-Dude geworden. Aber ich kann ja mal. Ich kann ja dein Loadout ändern und nicht eine Schrotflinte, sondern erstmal eine Magnetic Rifle geben, dann ist das nicht ganz so heftig, dass du direkt frontal an die Front musst. Da kannst du erstmal ein paar Level kriegen und ein bisschen Sachen schaffen, sozusagen. You know, I probably wouldn't be alive today if it weren't for your father. Achso. Ich hab vorhin gefragt, ob ein Name noch wollte, aber er wollte nicht. We owe you both a debt of gratitude. You can honor his memory by using this ship to destroy the aliens wherever we find them. You'll get no argument here. Da wollte ich gar nicht hin. Verdammt. Wo fliege ich denn dahin? Das ist doch Bullshit. Ich wollte hier Making Contact machen. Setting course for Eastern Europe. Und der Schwarzmarkt ist wieder da. Da kann ich, glaube ich, auch mal hin, um Sachen zu verkaufen. Um mehr. Commander, the aliens have made significant progress toward their goals. New Advent facilities are cropping up around the world. Okay. Commander, we've just received intel that dangerous enemy detected. Test subjects is guarding a nearby Advent facility. Best be prepared before we try okay. to take it out. Your efforts have become well known to the oh man. Ambush. The soldier we deployed in the combat operation were ambushed by Advent forces. Emergency exfiltration is required. Doch nicht jetzt. Oh nein. Das sind auch nur zwei meiner guten Leute. Nicht tun! Keine Emergency Infiltration. Nein. Huch, da wollte ich nicht hin. Hello, darkness, my old friend. Ich fühle mich hier gerade. Alles geht wieder schief. Ich habe gerade. Geil! Ich habe jetzt gute Waffen, jetzt kann ich die Leute kaputt machen und es geht wieder alles schief, wenn mir die Leute wegsterben. Ah, fuck. Da habe ich hier zwei Leute, die ich da rausholen muss. Ah, nee. Und gleichzeitig auch noch die Lost. Kann ich nicht irgendwie noch jemanden da hinschicken, um mich zu unterstützen? Ich habe hier einen Sniper. Und einen Schrotflinten-Heini. Denzu! Ne, wir waren zusammen auf einer Mission. Deswegen meinte ich, wir sind jetzt Freunde und so. Begebe mich zum Ziel. Ich glaube, nur ein Sniper ist ja halt komplett nutzlos. Leider Gottes. Komme ich hier irgendwo hoch? Da kann ich hochklettern und dann oben drüber gehen. Oh, wie weit muss ich denn? Oh Gott! Shit. Bin auf dem Weg! Shit. Klingt machbar. Das ist ja ewig weit. Ja, da sitzen wir und warten. Ja, wir warten ja nicht. Wir müssen uns selber da rauskämpfen. Und da kommen noch Gegner. Es kommen noch mehr von denen. Your team is compromised. We're picking up Advent Response Forces inbound on your position. Kein Problem, Boss. Da kommen halt auch noch Gegner. Advent Response Forces, seid ihr einfach gestört? Oh. Biete Feuerschutz. So, du gehst mal hier hoch. Nächste und dann gehst du direkt auf Overwatch, weil die dürften eigentlich nichts richtig tun in der Runde. Wir wurden halt erwischt bei unserer Option, bei unserer Operation. Aber ich wollte halt unbedingt das Advent-Projekt reduzieren im Fortschritt. Das war wichtig. Und die gehen ja noch, die Gegner. Tatsächlich.
Das ist ja noch vollkommen okay. Ich sehe Elfentruppen. Ich krieg wahrscheinlich jetzt erstmal einen Pistolenschuss ins Gesicht, hoffentlich von dir, Denzel. Ah, schon mal 3 Damage. Besser als nix. Mit 47 und 41. Gehen wir auf Overwatch. Und wir laufen hier überschlagend vorwärts. Kommen sie jetzt hoch? Ne, sie laufen unten mit lang. Jawoll! Der hat ja noch die alte Schrotflinte, der hat nicht mehr die upgradete Schrotflinte. Ach, verdammte Kacke. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Advent-Einheiten gesichtet. Ich könnte jetzt mal die Lost gebrauchen. Oh shit. Bin ich nicht mehr sichtbar, ne? Weil der hat ja keine Deckung gegen den. Wo bin ich denn sichtbar? Wahrscheinlich bin ich hier nicht. Natürlich. Ist das noch nicht sichtbar, hoffentlich? Es ist sichtbar. Boah, verdammt, jetzt kann der hochklettern, weil ich nicht auf Overwatch bin. Shit, und jetzt schießt er auch noch. Oh nee! Feinde greifen von den Seiten an! Aua! Ah, aua! Eigentlich irgendwo. Der hat Heilung dabei, okay. Roger. Aber der braucht gar nicht schießen, den kann ich einfach umslashen. Uff. Nicht schlecht. Gebe Feuerschutz. Da war doch gerade noch ein Gegner. Wo ist der denn hin? Können die Lost nicht die Gegner angreifen? Oh nee! Der wird ja immer schlimmer. Denzel, du musst noch ein bisschen zielen üben. Du musst noch ein bisschen zielen üben. Position bestätigt. 100. Wie viel mache ich? 3 bis 4 Damage. Also erstmal sowas. Jeden Fall gekriegt. Ziel eliminiert. Ja, 3 bis 4 Damage. Schatz. Abschuss bestätigt. 3 bis 4 habe ich jetzt halt neu. Komm mal, mach 4. 50%. Jawohl. Das war's für dich. Ja, jetzt geht's gerade. Mit der Pistole geht's gut ab bei dir. Komm schon nochmal 4. Ah, jetzt waren es 3. Mit der Pistole bist du halt Master of Disaster. Oh ja, einer unter mir. Der ist aber eiskalt unter mir, der Gegner. 5 bis 7, 100%, zack. Da zuckt dann Denzel so neben mir zusammen, wenn ich schieße. Das gesehen? Schon beeindruckt? Na los, zeigt so, euch. Overwatch, falls der hier nachladen. Typ hier unten irgendwie in Sichtweite kommt. Also ist der jetzt auf Overwatch da unten? Das wäre übel kacke. Rücke zu Zielkoordinaten. Deswegen springe ich mal lieber in Deckung runter. Tja, weiß nicht, ob der auf Overwatch ist. Hm. Wir können innen runtergehen. Ich kann ihn durch die Tür erschlagen. Ich gehe mein Risiko. Sei nicht auf Overwatch, bitte. Das war echt gut. Uff. Die Überwachung läuft. Uff, 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 uff. Das wird ein hartes Ding hier. Und direkt so früh schon einen Schuss kassiert. Gleich da. Der muss auch mit dem Nachladen demnächst. Also mein Charakter. Ich muss quasi nachladen.
So, jetzt können wir mal kurz heilen. Immer mit der Ruhe, das wird schon. Ich meine, der eine HP, den wir da verlieren, von der Effektivität her, ist, glaube ich, noch okay. Wichtig ist, dass wir den ganzen Shit überleben. Ziehe los! So, und du lädst nach. Es kann losgehen. Und gehst genauso mit. Oder ich lade nach und gehe genauso mit, besser gesagt. Das kann ich machen. Schön als Zwei-Mann-Team hier durch die Häuser schlucken. Möglicher Feindkontakt. Das hat sich nicht nach Lost angehört, tatsächlich. Ich muss halt noch bis dahinter mit einer kompletten Häuserschlucht lang. Ich kann versuchen, hier hoch zu klettern. Hier hinten kann ich hochklettern und dann hier oben durch. Das könnte unter Umständen sogar besser funktionieren, als hier mitten unten durchzulaufen. Da ist die Kampfgebiet ein bisschen eingeschränkt. Und los geht's. Oh, das habe ich den Sniper genommen, das wollte ich gar nicht. Hier sind Erdwind-Truppen. Ach, verdammt. Ich wusste auch, was ich nicht wollte. Wer hat denn das designt hier? Hier sind überhaupt keine guten Deckungsmöglichkeiten. Befehl bestätigt. Ich könnte Run and Gun machen. Bis wohin kann ich denn rennen? Ich kann bis hierhin rennen, tatsächlich nicht. Mach mal Run and Gun. Stürmen und schießen! Schon dabei! So. Teilen uns ein bisschen auf, das ist mir bewusst. 75? Komm schon, machen weg! Jawoll! Na, was sagt ihr Nein. dazu? Da sind wohl nochmal ein paar Zombies unterwegs. So sammelst das ein. Klingt machbar. Und dann müssen wir hier hoch. Ein Scope. Wo soll ich es hinbringen? So ist es hier hochbringen. Kein Problem, Boss. Und du sprintest. Wer kann denn? Kommt er hier nicht hier hoch? Der kommt gar nicht hier hoch. Da reichen einfach die Movement-Optionen nicht zum Hochlaufen. Shit. In Ordnung. Du musst noch ein bisschen fitter werden, denn so. Muss ein bisschen Sport machen gehen, so wie ich heute Morgen. Achso, Chris, dir wollte ich vorher noch einen Soldaten geben, wenn Chris noch da ist. Weil ich vermute mal, wenn dir so schlecht geht, bist du unter Umständen schon wieder gegangen. Schon unterwegs. So. Verstanden, rück ab! Du bist da, genau. Chris, willst du auch noch ein Soldat werden von meiner Truppe? Und mal schauen, wie gut es dir geht bei mir. So, wir stellen uns noch neben die Tür. Da bewegt sich was. Da bewegt sich was. Da passiert was. Der macht halt nur Aufwand, dass du mir sagst, welchen Vornamen. Ich würde halt den Nachnamen Chris nehmen. Wobei, man sieht es hier sogar. Hier sieht man sogar den Vornamen. Wir müssen mir dann sozusagen sagen, Vor- und Nachnamen, wie ich dich nennen soll. Spitzname kriegst du dann automatisch zugewiesen, wenn du weit genug abgelevelt hast. Und du müsstest mir sagen, wie du, also deine Farben sind, die du gerne haben möchtest. Natürlich. Also ein bisschen, wie du aussehen möchtest, das wäre ganz gut. Ansonsten mache ich dir irgendwas und das sieht meistens ziemlich komisch aus. Würde ich mal behaupten. Scanne Gebiet. So, wir stellen uns hier zusammen neben die Tür. Einer links, einer rechts. Schönes Tag-Team. Psst, ich glaube, ich habe was gehört. Gut, dass ich auf Overwatch war. Gut, dass ich daneben schieße. Ich muss mir auch noch zielen üben mit einer Schrotflinte auf 3 Meter. Hallo. Hä? Wie geht's denn so, Jungs? Hab ihn erwischt. Dick blond? Moment mal, ist das dein Name oder ist das so, wie ich dich nennen soll? Nee, ist das so, wie ich die nennen soll, oder so, wie du aussiehst? So rum. Nicht dick blond. Die Waffe verschlingt meine Munition. Ja, ich weiß schon, die Waffe verschlingt die Munition, bla bla bla. Das war echt gut. Also nachladen. Munition. Christian, aber Nachname, die Frage, wie ich dich ingame Nachnamen nennen soll. Ich vermute mal, du wirst nicht deinen echten Nachnamen da benutzen.
Verstanden, bin unterwegs. Das war's aussehen, okay. So, und hier. Es ist immer schön, dass man die Schwächlinge kann hier mal. Werden mal weggemacht. Bin dabei. Ich auch hier durchlaufen kann? Da kommt schon wieder ein Lost Swarm. Ach man. Mit einer dicken Wummel kann ich nie beeinflussen übrigens. Die Klasse, ich versuche eigentlich immer nur Leute zu benennen, die noch keine Klasse haben. Entsprechend würde sich die Klasse dann ergeben, wenn du weit genug fortgeschritten bist. Automatisch. Die sind ja gerade hochgeklettert, ne? Wenn ich mich nicht irre. Das kann ich machen. Hier geht nichts. Feuerschutz! Und die dicken Wurm, wie gesagt, hängen ein bisschen von der Klasse ab. Ach, komm schon. Ja, wenigstens einer. Habt ihr das gesehen? Und nicht hauen. Ich dachte schon, der haut mich jetzt noch. So. Schön geduckt. Über den Kopf geschossen. Abschuss. Das ist halt super, dass die Pistole unendlich Munition hat, tatsächlich, an der Stelle. Neutralisiert. 91%. Das kann ich vielleicht dann mit dem hier machen. Dem ich eh ein Stück laufe. Oh. Hallo. Wenn du nicht gesehen, dass du hier stehst. Schon beeindruckt? Und dass du hier stehst, wollte ich auch nicht. Das war echt gut. Wir laden mal nach. Munition ist in Schwanz. So, ich arbeite mich gerade relativ langsam vor, sind bewusst. Aber ich will hier eigentlich nicht in einem blöden Überfall von Lost laufen. Und irgendwo sind auch noch Aliens unterwegs. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass sie hier in den Häusern sein könnten. Wir laufen erstmal runter und gucken mal, was da ist. Ich will jetzt nicht komplett durchsprinten. Erstmal gucken, ob ich irgendwas entdecke, wenn ich hier stehe. Nee. Dann könnten wir das hier jetzt machen mit. Wir rennen die. Okay, bin unterwegs. Wir sind raus! In die Rauszone. Und lassen uns abholen. Nichts wie weg. Zählt das trotzdem als Erfolg unsere verdeckte Mission oder wurde die jetzt nicht erfolgreich beendet? Das wäre schade. All members of Wraith 1 have sehr been schön. Successfully evac'd. Hier, Mission Follow. Jawoll! Das ist doch mal ein Mission-Foto hier. Können wir vielleicht noch den Hintergrund anders machen? Ist das eine schönere Location? Nee. Die sind alle nicht schön auf der Map, glaube ich. Egal. Hier, take photo. We are coming! Densu and me. So, continue. Ach so, und dicke Soldaten gibt es übrigens auch nicht. Ich kann die Soldaten nicht dick machen, fällt mir gerade so ein. Wenn du, jetzt weiß ich, was du mit dick blond meintest. Oder denke ich zumindest, dass du das meintest. Gibt keine kugelförmigen Soldaten im Spiel. Die sind alle relativ fit. Zumindest optisch sehen die alle relativ fit aus. Okay. Impressive work, Commander. The aliens are probably still wondering what hit them. Schwarz geht. Nur nicht. Lightning hits dead eye. Take a shot with a small aim penalty for a significant damage boost. Du hast einen ziemlich hohen Aim-Wert jetzt schon. Ich glaube, ich werde versuchen zu critten da mehr. Oder halt Lightning Hands. Lightning Hands ist natürlich auch geil, weil du einfach mal die Pistole nebenbei abfeuern kannst. So, eine Scope bekommen. Hat nichts mit Rassismus zu tun, wenn dicke Leute nicht dafür sind. So, darf ich jetzt das zurücksetzen hier? Yes! 2 hier reduziert. Sehr gut. Das ist nochmal eine gute Covert Operation. Our actions have succeeded, and the elders genau. Ah, ich habe noch eine Promotion bekommen.
Captain Ben out of the line. It's a new covert operation. Habe ich noch jemanden, der Hacking benutzen kann? Der. Oh, nee. Grenadier und Skirmisher, die brauchen kein Hacking. Gain Ability Points, Breakthrough Research. Study for battle is all we can know. Still, we would gladly share all that we have learned. Der Soldat kriegt plus Will. Plus Wille wäre natürlich richtig nice für jemanden, der meistens ziemlich weit drin ist. Xeli, würde ich mal dich benutzen. Und ich brauche auch noch einen Scientist hinschicken. Negate Risk, Soldier Wounded. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Oder wir machen halt das mal. Kriegen dafür eine Promotion. Equi oder Intuitable? Ich glaube, Intuitable würde ich lieber nehmen. Und wir schicken da mit Xeli für die Free Level. Damit wir mal den einen Assassin loswerden. Das wäre nämlich mal wichtig tatsächlich. Review Upgrade. Unlock additional slot for XCOM to assign resistance orders. Ah, okay. Das will ich jetzt nicht. So, wir wollen jetzt einen Soldat machen für unseren geliebten Chris. Der ist schon vergeben. Ich habe doch noch zwei Rookies, fällt mir gerade so auf. Interessant. Customize. Wer bist du denn? Oh Mann. Okay. Dann ohne Tattoos. Sehr schön. Save to Character Pool. Du bist jetzt in meinem Character Pool gespeichert. Achso, die Waffen muss ich noch. Das habe ich jetzt sogar vergessen. Die Waffen muss natürlich auch noch eine Farbe kriegen. Dann können wir einfach das Schwarz geben, oder? Wahrscheinlich dann auch ohne Waffentarnung, weil die sieht man eh nicht. So, du bist jetzt Teil meiner Truppe. So, wir können jetzt weitermachen. Wir müssen hier immer noch. New Photos? Achso. Sergeant Denzu Sharpshooter got promoted. Manche von den Fotos sind echt top. Hier, Denzu, das ist übrigens das Bild, wo wir, wo unsere Verbindung beschlossen wurde, dass wir jetzt sozusagen Kampfgefährten sind. Das Bild habe ich dazu gemacht. Hier, Denzu got promoted. Das ist einfach Top-Bilder. Die sind doch, das war Xeli, das war nicht Denzu, das ist Xeli. Ja, Top-Bilder. So. Wir wollten hier Kontakte aufbauen. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. Ja, ich weiß, aber ich hab's doch gerade reduziert. Ich hab mich doch gerade drum gekümmert. Bin gespannt, ich mal. So, Research. Ah, genau, Frostbomb, Shadowkeeper. This pistol is remarkably accurate, ensuring that even the most inexperienced of all soldiers will strike their intended target. Achso, das ist ziemlich genau. Und die Hunter-Axe ist ein bisschen stärker als die normale. Boltcaster. Psionics sind inspiriert. Das ist natürlich ganz geil. Inspirierte Psionics nehme ich doch. Dann habe ich bald Psionic-Gegner, aber ich habe immer noch keine. Bessere Armor erforscht, ich Volltrottel. A-Machinery cleared. Sehr schön. So, Proving Grounds. Produce new unique item grenades and armor for your soldier. Genau, dafür brauche ich die Proving Grounds. Vollkommen richtig. Und die würde ich jetzt hier hinbauen. Damit wir mal hier bessere Rüstung kriegen.